Minecraft und willkommen zur inzwischen 10. Folge vom Minecraft Hermit Pack FDB. Bäm, Apfel. Und wir machen gleich weiter. Und ich habe mich entschieden, ich werde auf Reisen gehen. Ich habe zwar nichts, ja, ich habe wirklich nichts, was jetzt Ressourcen oder so anbelangt. Aber ich muss das machen. Ich muss diese Sachen da finden. Das kommt auch noch weg. Nimm mal 9 Eisen mit. Das Holz müssen wir eigentlich nicht unbedingt mitnehmen. Den Scoop können wir mal mitnehmen, weil sonst wieder irgendwelche Viecher nerven. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich die Eisenspitzhacke Durability, warte mal, 83 und das sind 132 und die halt 164, dann machen wir das. Warte mal, wir machen auch noch, das nehmen wir auch mit. So, wir machen auch noch. Da haben wir noch ein Seed. Nein, den können wir auch so anpflanzen. Da müssen wir nicht extra nochmal ein Feld anlegen. So, aber ja, letzte Folge haben wir unten die Schmiede fertig gebaut. Ein Riesenerfolg für mich, weil ich das noch nie gemacht habe. Ja. So, und in welche Richtung laufen wir? Nord, Süd, Ost oder West? Ich glaube, wir laufen mal nach Norden. Ich überlege gerade, ob ich da wieder runterspringen soll. Boah, das war knapp, ey. Kurz mal die Luft angehalten. Wir gehen nach Norden. Wenn wir irgendwas Essbares finden, müssen wir das natürlich mitnehmen. Oh, Ei. Oh, Hühnchen. Oh, Hühnchen. Und noch ein Ei. Jawohl, da können wir uns, wenn wir zurückkommen, gleich eine Hühnerfarm bauen. Zuckerrohr. Was? Seit wann wachsen die vier hoch? Bleib stehen, du doofe Kuh. Nicht weglaufen. Bleib da. Okay, das reicht erstmal. Oh Gott, da ist eine Pferde. Was ist denn das? Ein Blümchen. So, wir müssen unbedingt ein Dorf finden. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Da kommt ein dunkler Wald. Mal, dass da keine Zombies auf mich warten. Oh, und hier gibt es wieder Tiere ohne Ende. Hallo, Mr. Pig. Oh, Schweine geben so viel Nahrung. Mit dem Pferd will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Schweine geben so viel Fleisch. Und Pony. So, wir gehen weiter Richtung Norden. Wir gehen gar nicht in Richtung Norden, ich Hampelmann. Wir gehen Richtung Westen. Ich dachte, wir gehen Richtung Norden. Ich habe noch nichts gefunden. No.
Entdeckungstour ist ja immer so eine Geschichte. Du läufst und läufst und läufst und hoffst, dass du irgendwas findest. Aber ob du was findest, das steht in den Sternen. Dann habe ich gerade einen kleinen Lag. Warte mal, F7 könnte man mal ausmachen, ja? Das stört gerade ein bisschen so die Optik. Da oben ist wieder so eine Insel. Wir haben hier Kartoffeln. Oh, die nehmen wir mit. Oh. Mal ein bisschen was zu essen. Kurzer Tauchgang. Ist da etwa ein Dorf? Nein. Dann gehen wir weiter. Also ich finde ja das Blöcke überspringen schon ganz cool, aber oh Gott. Manchmal ist es sinnvoll, dass man, wenn man so schnell rennt, dass man trotzdem die Blöcke selbstständig überspringt. Also dass man drüber springt wirklich. Das ist dann ein bisschen noch mal ein bisschen schneller. Oh, dunkler Wald. Ich mag das nicht so. Eine Wüste. Da können wir eigentlich ein bisschen Dings da mitnehmen, oder? Ein bisschen Sand. Vielleicht gibt es da auch. Oh, ein Kaktus. Kaktus ist schon mal gut. Hier gibt es einen Wüstenhasen. Da gibt es noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob es Wüstenhasen gibt. Aber vielleicht gibt es hier einen Tempel. Das wäre wirklich cool. Nennen wir es mal cool. Wie war? Und da ist er. Da ist er doch. Und da ist noch ein Brunnen. Gucken wir erstmal, ob was im Brunnen ist. Nein. Ach nein, da kommt man ja nicht mehr raus. Wir reparieren den Brunnen aber wieder. Oh Gott. Ich habe schon wieder nichts mehr, keinen Platz mehr im Inventar. Chili essen. Ein Potato essen wir nicht. Eine Zwiebel kann man essen. Was auch immer das da ist. Eine Strawberry. Und den Rest lassen wir mal da. Gut, dann gehen wir mal Tempel besichtigen. Da hinten war noch irgendwas Interessantes. Da ist nämlich eine Höhle. Eine Höhle in der Wüste. Die werden wir gleich auch noch angucken. Auf jeden Fall. Aber erstmal zum Tempel, der hier irgendwo gewesen ist. Und es kann ja auch immer wieder sein, dass hier irgendwelche. Kommen hier rein. Nein, Creeper! Sollten vielleicht hier ein bisschen Licht machen. Nicht, dass da noch mal uns einer besuchen kommt. So, also hier runterbuddeln irgendwo. Hier. Ja, weil da ist ja irgendwo eine Druckplatte. Dann machen wir die Druckplatte weg.
Dann machen wir das weg. Und das TNT nehmen wir auch mit. So, oh Gott. Was gibt's denn hier alles? Oh, der Ender. Ender Water. Throwable Stackable Water. Dann kann ich Wasser schleudern, oder wie? Okay, den Brustpanzer nehmen wir mal mit. Heaven Kent. Was auch immer das ist. Iron Horse Armor. Das machen wir da rein. Ich glaube, wir machen mal hier so ein bisschen ein paar Sachen in Müll. Den Sand machen wir auch weg. Das ist da. Eine Diamond Horse Armor. Die nehmen wir natürlich mit. Das kannst du aber glauben. Enderbomb. Was gibt's denn hier noch? Emerald Boots. Ja, warum nicht? Building Wand. Also ich werde mir hier auf jeden Fall mal noch ein Ender. Case. Das da müssen wir eigentlich machen. Hä, habe ich jetzt schon alle Kisten durch? Ja. Dann werde ich hier mal, ich werde mir hier mal einen Wegpunkt setzen. Wie habe ich das genannt? Tempel. Tempel. So, und jetzt müssen wir noch. Wo müssen wir jetzt hoch? Oh Gott, wir haben kein Bett. Das ist schlecht. Und wir sind in der Wüste. So, wir können hier zumachen. Und uns hier verstecken, aber mehr können wir gerade nicht tun. Das ist doof. Habe ich mal wieder voll mitgedacht. Mitten in der Wüste, nachts. Weißt du? Also ein bisschen was denken könntest ja auch, Maruna. Okay, da dürfen wir nicht weiter buddeln. Wie schaut es in der Richtung aus? Auch nicht so gut. Oh Mann! Genau diese Situation wollte ich eigentlich vermeiden. Schneller. So, könnt ihr jetzt irgendwo mal im PC-Dorf auftauchen, bitte? Na, wir haben wenigstens ein bisschen Rüstung, ja, inzwischen. Boah, der Hase hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Weil der so ein Geräusch gemacht hat. Ich dachte, da ist jetzt ein Zombie hinter mir her.
Aber wir rennen einfach mal. Und hoffen, dass nichts passiert. Diese Situation habe ich ja gewollt. Ich wollte es ja nicht anders, ja? Ich habe ja gesagt, ach, Equippen ist ja egal. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, was für Zombies hier es alles gibt. Ich war ja noch nie nachts unterwegs. Da gibt es auf jeden Fall Pferde. Aber Pferde muss ich glaube ich erst was zu futtern geben, dass die auf mich ansprechen. Ne, Esel sind es. Ne, Pferde. Was mache ich hier eigentlich? Wenn es ja wenigstens ein paar Schafe geben würde. Gehe ich eigentlich wieder? Ich gehe noch weiter nach Westen. Bin ich doof. Aber ich will ein NPC Dorf finden. Was ist das? Nein, nein. Oh, da ist ein Enderman. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh, ich laufe, glaube ich, gerade direkt auf die Spinne zu. Er hat mich nicht gesehen. Hat mich doch gesehen. Hat mich nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Creeper. Da ist irgendwo ein Skelett. Renn! Lauf! Das sind Schafe. Nein, ich habe keinen Platz im Inventar. Nein, keine Bienen. Ich könnte mich einfach irgendwo einbauen, wenn ich was hätte zum Einbauen. Sind wir hier sicher? Nein, sind wir nicht. Aber hier kann ich vielleicht ein bisschen retten. Open Water. Okay, wir sind gerettet. Das hat funktioniert. Wir müssen in diese Richtung. Oh, ich wollte mir ein Bett bauen. Da waren gerade so viele Schafe. Und dann habe ich keinen Platz im Inventar. Ein Auge auf die Minimap, ein Auge ja, auf dem Weg, dass ich den Zombies aus dem Weg gehe. Es könnte doch jetzt endlich mal wieder Tag werden. Was haltet ihr davon? Fändet ihr das auch so toll wie ich? Da ist ein Skelett. Ich will doch bloß ein NPC-Dorf. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich langlaufe.
Ich glaube, Richtung Westen gehe ich immer schon wieder nicht mehr. Ich muss essen. Es wird Tag. Enderman. Was bist du? Kann man dich essen? Nein. Also geh weg. Da ist ein Dorf. Dachte doch gerade, hä? Komische Erde. Gut, würdet ihr mir, hallo du? Hä? Ja, du, würdest du mir Unterschlupf gewähren für die Nacht? Aber bitte mit Türe. So wie hier. Und du? Ah, guten Tag. Ein 12-Liter für einen Emerald. Okay, Leute, das war's von dieser Folge Minecraft nicht Sky Factory. Da spielen wir ja nicht mehr. Vom Hermit Pack. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben ein Villager-Dorf gefunden, also die Folge war nicht ganz umsonst. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.